Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Es ist an der Zeit, die Ärmel hochzukrempeln und dich in deine Arbeit zu stürzen, liebe Jungfrau. Deine natürliche Kreativität, Spontaneität, Vorstellungskraft und Originalität sind zwar wertvoll, aber sich nur darauf zu verlassen, reicht im Moment nicht aus. Es ist wichtig, dass du Pragmatismus und Selbstdisziplin an den Tag legst, um deine Ziele effektiv zu erreichen. Eine praktische Herangehensweise mag sich anfangs schwierig anfühlen, aber vertraue auf deine Fähigkeit, in Bereichen jenseits deiner Intuition zu brillieren. Wenn du deinen Wecker etwas früher stellst, kannst du dir wertvolle Zeit für Selbstfürsorge und Reflexion nehmen, bevor die Anforderungen des Tages beginnen. Es ist von großem Vorteil, wenn du dir jeden Tag Momente der Einsamkeit gönnst, um dich zu zentrieren und deine persönlichen Ziele zu klären. Als jemand, der dazu neigt, seine Energie darauf zu verwenden, anderen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen, kann die Konzentration auf dich selbst am Morgen, vielleicht bei einer Tasse Kräutertee, einen tiefgreifenden Einfluss auf dein Leben und dein Wohlbefinden haben. Lass nicht zu, dass irgendjemand oder irgendetwas deinen Fortschritt behindert. Deine Zeit ist kostbar und sollte nicht mit trivialen Dingen vergeudet werden. Du bist in der Lage, in deiner Arbeit große Fortschritte zu machen, besonders wenn du selbst dich arbeitest. Vertraue auf deine Fähigkeiten und lass dich von deiner Hingabe und Entschlossenheit vorantreiben. Ein bestimmtes Gespräch könnte zu einer vielversprechenden romantischen Verbindung führen. Die aktuelle Astralenergie bietet dir die Möglichkeit, ein tieferes Gespräch mit jemandem zu führen, zu dem du eine starke Verbindung hast. Auch wenn das Thema unkonventionell sein mag, wirst du erkennen, dass ihr auf der gleichen Wellenlänge seid und das Potenzial für eine bedeutungsvolle Verbindung habt. Mach dich auf eine erstaunliche Offenbarung gefasst, denn der Kosmos ist bereit, dir eine Botschaft zu übermitteln, die dich atemlos machen wird. Die Sterne deuten auf ein außergewöhnliches Ereignis hin, das dir einen Schauer über den Rücken jagen und dich von deinem Sitz aufspringen lassen wird. Sei offen für das Unerwartete und bereit, dich auf das Unbekannte einzulassen. In diesen überraschenden Wendungen liegt das Potenzial für tiefgreifendes Wachstum und Offenbarung. Der Viertelmond im Widder verbindet sich mit Chiron und bildet ein Quadrat zur Sonne, wodurch tiefe emotionale Wunden aktiviert werden und die Teile unseres Herzens, die wehtun, geweckt werden. Anstatt zu schmollen oder das Drama zu verinnerlichen, kannst du diese Gefühle in künstlerischen Ausdruck umwandeln. Lass dich auf die transformative Kraft der Kunst ein, um dich auszudrücken und emotionale Belastungen allmählich loszulassen. Denke daran, dass Heilung Zeit und Mühe braucht, es ist ein Prozess, der nicht überstürzt werden kann. Durch kreativen Ausdruck kannst du die Reise des Loslassens meistern und dich auf einen Weg des persönlichen Wachstums und der Selbstentdeckung begeben. Deine Anwesenheit ist wichtig, wenn wir uns täglich auf die Suche nach den mystischen Energien machen, die unser Leben bestimmen. Zögere also nicht, in die himmlischen Strömungen einzutauchen, indem du unten einen Kommentar hinterlässt und dein persönliches Horoskop und die darin enthaltene positive Botschaft beanspruchst. Nun ziehen wir zwei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Die zwei Karten, die heute gezogen wurden, sind die Mäßigkeit und die Karte der Liebenden. Die Karte Mäßigung steht für Gleichgewicht, Harmonie und Mäßigung. Sie deutet darauf hin, dass du heute aufgerufen bist, in verschiedenen Aspekten deines Lebens ein Gleichgewicht zu finden. Diese Karte steht für eine Zeit der Geduld, der Heilung und der Integration verschiedener Elemente. Die Mäßigung ermutigt dich, eine harmonische Mischung aus gegensätzlichen Kräften zu suchen und einen Mittelweg zu finden.
Sie erinnert dich daran, Situationen mit Gelassenheit und Mäßigung anzugehen und Extreme zu vermeiden. Diese Karte lädt dich dazu ein, dein inneres Gleichgewicht zu kultivieren und ein Gefühl des Friedens in dir selbst und in deinen Beziehungen zu schaffen. Neben der Karte der Mäßigung haben wir die Karte der Liebenden. Diese Karte steht für Liebe, Beziehungen und tiefe Bindungen. Sie steht für eine Zeit der Entscheidungen, Partnerschaften und der Verschmelzung von Energien. Die Karte der Liebenden ermutigt dich, die Liebe in all ihren Formen zu erforschen und anzunehmen. Sie erinnert dich daran, Entscheidungen mit dem Herzen zu treffen und dich mit anderen auf einer tiefen, authentischen Ebene zu verbinden. Diese Karte steht für das Potenzial für bedeutende Beziehungen, sowohl romantische als auch platonische, die Freude, Wachstum und gegenseitige Unterstützung bringen. Die Kartenmäßigung und die Liebenden bilden zusammen eine kraftvolle Kombination für diesen Tag. Die Mäßigung unterstreicht das Bedürfnis nach Ausgewogenheit und Harmonie, während die Karte die Liebenden die Bedeutung von tiefen Beziehungen und Entscheidungen, die von Herzen kommen, hervorhebt. Mach dir heute die Energie der Mäßigung zu eigen, indem du in allen Bereichen deines Lebens das Gleichgewicht suchst. Übe dich in Geduld und Mäßigung, wenn du dich in verschiedenen Situationen und Beziehungen zurechtfindest. Finde den Mittelweg und integriere gegensätzliche Kräfte mit Anmut. Verkörpere gleichzeitig die Energie der Liebenden, indem du die Liebe und tiefe Verbindungen umarmst. Triff Entscheidungen, die mit deinen Herzenswünschen übereinstimmen und fördere Beziehungen, die dir Freude und Wachstum bringen. Verbinde dich mit anderen auf einer tiefen, authentischen Ebene und schaffe ein Gefühl von Harmonie und Unterstützung in deinen Interaktionen. Diese Deutung steht für einen Tag des Gleichgewichts, tiefer Verbindungen und Entscheidungen, die von Herzen kommen. Mach dir die Energie der Mäßigung zu eigen, indem du ein Gleichgewicht in verschiedenen Aspekten deines Lebens findest. Nutze die transformativen Qualitäten der Liebenden, um die verschiedenen Formen der Liebe zu erforschen und anzunehmen. Denke daran, Situationen mit Geduld und Mäßigung zu begegnen. Pflege Beziehungen, die dir Freude und Unterstützung bringen. Wenn du die Qualitäten der Mäßigung und der Liebenden kombinierst, kannst du den Tag mit einem Gefühl innerer Ausgeglichenheit, tiefer Verbundenheit und mit Entscheidungen, die deinen wahren Wünschen entsprechen, meistern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Links findest du eine Schlafhypnose für schnelleres und sanfteres Einschlafen. Rechts findest du dein aktuelles Wochenhoroskop. Teile dieses Video gerne mit deinen Freunden und deiner Familie. Bis bald!